Hallo und herzlich willkommen zurück, mein Lieben, zu Yu-Gi-Oh! Dawn of a New Era. Und ihr hört es ja, diesmal bin ich hier wirklich alleine, weil ich jetzt nicht mehr PvP mache, das heißt mit Kollegen aufnehme, sondern jetzt kommt der Singleplayer-Modus, wo ich halt gegen die KI jetzt kämpfe. Aber bevor ich hier loslege, möchte ich euch ganz kurz noch was sagen, obwohl es eher ein bisschen überflüssig ist, aber ich muss jetzt mal den Dampf aus mir herauslassen, damit es mir dann besser geht. Und zwar geht es jetzt um den YouTuber DarkKaiLP. Ja, die Sache ist jetzt die. Eigentlich wollten er und ich Part 23 und 24, glaube ich, waren das, wo ich halt mit Deadlex aufgenommen habe. Die zwei Parts wollte ich normalerweise mit dem DarkKaiLP aufnehmen. Naja, sagen wir es mal so. Es war ja eigentlich ja alles abgeklärt mit Kai und mit mir, dass wir halt an dem Tag die zwei Folgen aufnehmen wollten. Er hat ja gesagt, wir können an einem Freitag das aufnehmen. Und das war ja auch noch zu der Zeit, wo ich noch Darkwing Duck noch Let's Play hatte. Und ja, dann war es halt Freitag und wir haben sogar auch schon die Uhrzeit vereinbart. Nämlich, wir wollten eigentlich um 15 Uhr das aufnehmen. Ich habe, ja, wie gesagt, es war ja dann halt Freitag und es war jetzt 15 Uhr. Ich habe sogar noch extra noch eine Viertelstunde gewartet, sprich bis 15.15 Uhr, also Viertel nach drei. Und ja, wer ist natürlich nicht pünktlich erschienen? Natürlich der DarkKaiLP. Ja, dann habe ich halt ihm eine Skype-Nachricht geschickt, dass ich jetzt erstmal Darkwing Duck weiter aufnehmen wollte. Das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es möglich wäre, dass wir einen Tag später, also am Samstag, circa 17 Uhr aufnehmen könnten. So, und daraufhin, nur weil ich ihn jetzt versetzt habe und Darkwing Duck aufgenommen habe und ihn extra gefragt habe, ob es möglich wäre, dass wir einen Tag später aufnehmen könnten, hat er zu mir gesagt, dass ich ihm gegenüber pampig gewesen wäre, obwohl das genau umgekehrt ist. Er war mir gegenüber pampig und ganz ehrlich, ja klar, Kai hat mich natürlich hinter meinem Rücken mal wieder auf Skype mich wieder entfernt, aber das Lustige ist, mein Lieben, er hat mich noch auf seinem YouTube-Kanal noch, ne? Ich sag ja, also mir ist das mittlerweile auch egal, ob der Kai mich auf Skype je noch mal zurück edit oder nicht. Das ist mir sowas von scheißegal. Ich sag ja, ich warte nur auf den Augenblick, wo er mich auf seinem Kanal entfernt. Aber glaub mir, Kai, wenn du das machst, dann mache ich das auch mit deinem Kanal, weil er ist sowieso ein sehr inaktiver Let's Player geworden. Er macht sowieso jetzt so gut wie gar nichts mehr. Und warum soll ich ein Let's Player bzw. ein Let's Play-Kollege auf meinem Kanal haben, der sowas von inaktiv geworden ist? Nein? Glaub mir, ich warte nur darauf, dass er das macht. Aber glaub mir, dann mache ich das auch, Kai. Aber naja, okay. es ist jetzt gegessen, es ist Vergangenheit, es ist mir jetzt sowas von egal. Ich konzentriere mich jetzt auf den Singleplayer-Modus, der jetzt noch kommt. Und ich werde, nachdem ich euch den Singleplayer-Modus euch gezeigt habe, werde ich dieses Projekt endlich nach so langer Zeit offiziell beenden. Weil zeitlich betrachtet ging das Spiel ja schon extrem lange, ne?
Ja, okay. Dann legen wir jetzt mal los. Jetzt habe ich erstmal genug gequatscht und es tut jetzt eigentlich auch gut, dass ich das jetzt mal erwähnt habe mit dem Dark Kai LP. Ach ja, noch etwas. Kai, versuch nicht bei der Mrs. Jasmin HD87 dich einzuschreiben. Also, das geht gar nicht, was du da machst, ey. Aber naja, soll mir egal sein, was er macht. Ich habe sowieso so gut wie gar keinen Kontakt mehr gehabt mit ihm. Und ja, ist halt jetzt so gegessen, die Sache. So, okay, jetzt aber wieder zurück zum Spiel. Jetzt werde ich euch den Singleplayer-Modus euch zeigen. Und ja, ihr seht hier richtig, ganz links ist die Kampagne und da steht Coming Soon, das heißt, kommt demnächst. Und David, ich weiß ja nicht, ob du dir das jetzt anguckst, aber ich weiß nicht, wann die Kampagne rauskommt. Ich habe so das Gefühl, dass das erst nächstes Jahr irgendwann rauskommen wird, die Kampagne. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf die Kampagne. Also ich werde, die Kampagne werde ich mir privat mir mal angucken, aber wenn ich schon merke, dass die Kampagne an sich zu lang geht, also dann, nee, dann werde ich es, die Kampagne erst recht nicht aufnehmen, weil irgendwann muss das Spiel hier auch mal zu Ende gehen, ne? Nee, ich werde euch jetzt, den Duellroboter-Modus zeigen, sprich den Singleplayer-Modus, und hier könnt ihr schon sehen, dass es hier insgesamt 5 verschiedene Duellanten gibt. Einmal den, einmal der Duellroboter auf der linken Seite hier. Und auf der rechten Seite gibt es einmal Yami Yugi, Joey, Kaiba und Darts. Und ich werde euch jetzt kurz die Vorgehensweise sagen, wie ich das jetzt geplant habe. Also ich werde euch erstmal die schwierigsten KI-Duellanten euch zeigen, nämlich einmal der Duellroboter. Der hat 4 verschiedene Decks. Er hat einmal ein Burner-Deck, ein Drachendeck, ein Froschdeck und ein Horus-Deck. Die ersten 3 Decks sind hammerschwer, aber dafür ist ein Horus-Deck eigentlich machbar. Also es ist zwar auch ein bisschen knackig schwer, aber es ist machbar. Ja, und dann werde ich euch Darts zeigen, dann Kaiba, dann Yugi und ganz zum Schluss werde ich gegen Joey kämpfen. Ja, weil er ist nämlich der einfachste hier. Ja, und ich werde jetzt ganz spontan irgendwelche Decks von mir nehmen, die ich euch jetzt von Part 1 bis Part 27 euch einmal gezeigt habe. Ich überlege halt, welche Decks ich immer nehme, ne? Ja, aber ich glaube, bei dem Burner-Deck weiß ich schon, welches ich nehme. Nämlich mein Orikalkos-Deck wieder. Oh yeah. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Duell. So, jetzt erstmal die Musik ausmachen und jetzt geht's los. Ah, er darf anfangen. Scheiße. Ha, aber direkt das Original. Super. Das heißt, ich werde jetzt hier und erstmal Sangan setzen. Ja, ich sag ja, es ist erstmal wirklich eine sag ich schnell, es ist erstmal Gewöhnungssache, dass ich jetzt hier alleine aufnehme, ohne Kollegen und so, aber naja, dafür geht der Singleplayer-Modus auch relativ schnell durch. So, damit ich jetzt keinen Schaden bekomme. Ich hoffe, dass ich gewinne, weil mein Attack ist eigentlich ganz schön knackig. Nee, das kann ich noch nicht. Dann rufe ich meine weiße Magierin Pik Kiru auf und greife mal seine Verteidigungskarte an. Och nö. Doch nicht mehr. Sensenmann. Ah. Ja. Och nee. Ich hatte. Du Arschgesicht, ey. Ernsthaft?
Ja, du mich auch. Oh ja, nehmen wir mal meinen Orikalkos Gigas. Und natürlich in Angriffsmodus. Und Attacke! Er musste ja auch mal ein paar Lebenspunkte verlieren. Das ist... Okay. Deuteros. Die zweite Stufe. Ha, geil. Noch Lebenspunkte noch zusätzlich. Geil. Sehr schön. Oh, Marshmallow, ich hätte es eigentlich ahnen müssen. Ja, okay. Okay, geil. Und dann kann ich sofort Tritos holen. Geil. Dann aktiviere ich die auch mal. Und ja, jetzt muss ich ja erstmal mein Spiel beenden. Ich hoffe, dass ich mal irgendwie Rakeki bekomme. Nicht mit mir. Ja. Ich leg mal noch ein weiteres Monster. Ich habe natürlich 1000 Punkte bekommen, weil ich bekomme nämlich pro Monster. Halt auch Mann, du Arsch, ey. Nee, jetzt rufe ich den erst. Und aktiviere schwarzes Loch. Ich will den Lava-Golem nicht haben. Ja, ich will den direkt aktivieren. Und aktiviere Top der Trägheit. Ja, genau die 5. Oh, ich brauche Lebenspunkte, ich brauche Lebenspunkte. Ganz dringend. Angriff! Ich befürchte, dass ich das irgendwie nicht schaffe. Wette, dass das wieder Marshmallow ist. Ich habe so ein doofes Gefühl. Nee, es ist wieder der Grenzenmann. Yay! Jo. Danke, jetzt. Ja, dann aktiviere ich das mal. Mein Goldsarkophag und hol mir Rakeki. Nee, ich könnte natürlich jetzt den Reflektor angreifen, aber dann verliere ich 1100. Okay. 4. Oh Gott, was nehme ich denn? Ich nehme Topf der Trägheit. Jo. Oh toll. Orikalkos Schonoros. Supi. Ja, dafür bräuchte ich auch erstmal Orikalkos Totora. Aber nein. Wird schon. Ah, sehr schön. Wieder Rageki aktivieren. So. Nee. Und Angriff. Ich sag ja, irgendwie ist es mit der KI ein bisschen leichter. Ja, den Magier bräuchte ich nicht. Der dunkle Magier des Chaos. Dich legen wir mal wieder. Und dich legen wir mal verdeckt. Und dann greife ich dich wieder an. Boah, schon wieder Marshmallow. Ja, ich glaube, der hat dreimal Marshmallow und dreimal den Sensenmann im Aber dafür bekomme ich Lebenspunkte und Ende wieder. Oh, toll. Noch ein Orikalkos Gigas. Sehr schön. Ja, mit ihm kann ich gut angreifen. Mit dem Schwächeren. Der kommt ja eh wieder zurück. Und auch etwas stärker. Yo. Sehr gut. Jo. Habe ich mehr Lebenspunkte bekommen als verloren. Auch gut. Eine elegante Wohltäterin und ja, du kannst erstmal weg und du, ja. So, dich setzen wir verdeckt. Und mit dir und mit dich. Ja, nee. Angriff.
Ach, leck mich. Also, Naturia-Deck ist eigentlich auch nicht schlecht. Jo, 1500 Sims. Wunderbar. Oh ja, sehr schön. Harpienwedel. Aktivieren. Oh, geringer Goblin-Beamter. Sehr schön. Jo. Ja, aktiviere ruhig deine Verzweiflung oder schreckliches Feuer. Das macht mir nichts aus. Ah ja, ich habe ja hier noch Kapus Gigas. Jetzt kriege ich 2000 Punkte. Geil. Geil, so ein Orikalkos-Deck ist schon geil. Soll ich's machen? Ja, komm, mach. Wow, 2000. Null! Läuft bei dir, ey. Zweig der Überlegenheit. Oho. Ja, fein. Hast fein gemacht. So, dann mache ich das erstmal. Tu mir Regeki, damit ich Marshman zerstören kann. Und aktiviere auch Harpienwedel. Und somit haben wir gegen sein Burner-Deck gewonnen. Jawoll. Ja. Ja, wie gesagt, also ich werde euch jetzt noch die restlichen drei Decks vom Duellroboter zeigen und dann, ja, war es das erstmal für heute. Jo, 35 Gold und 35 Erfahrungspunkte bekommen. Sehr schön. Okay, bis gleich.